Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge New Super Mario Bros. Auf meinem Kanal. Ja, wir haben in der letzten Folge einiges geschafft. Wir haben schon den ersten Bossfight hinter uns gebracht in der ersten Folge. Das ging echt schnell. Und ich würde sagen, wir starten dann auch schon direkt mit dem nächsten Level. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen. Könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr früher auch New Super Mario Bros. Gespielt habt. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr das einfach mal reinschreiben würdet. Und bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Ich habe es eigentlich schlimmer erwartet, also dass ich schlechter drauf bin. Aber wenn ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, könnt ihr sie auf jeden Fall gerne euch anschauen. Oh, hier kriegen wir anscheinend einen Mini-Pilz. Kommen wir hier irgendwie raus nochmal? Nee, hier? Aber hier kriegen wir jetzt einen Mini-Pilz, okay. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Jetzt haben wir einen Mini-Pilz sogar auch als... Ja, wir laufen einfach mal hier lang. Ah. Zack. Ja. Und jetzt haben wir auch schon dadurch den ersten bekommen. Ja, das war erst perfekt. Wir können einfach... Können wir drauf laufen? Ah, okay, wir gehen da nur unter, weil wir können drauf laufen. Okay. Ich will da hoch. Zack. Nice. Perfekt. Wenn wir so klein sind, das erste Mal im Projekt, so ganz klein. Es kommt da schon wieder so einer angesprungen. Ja, ich hab's doch gewusst. Ja. Jetzt müssen wir echt vorsichtig sein. Ich weiß nicht, ob wir die so wegmachen können, ne? Boah, wir fliegen ja auch so weit. Echt cool eigentlich. Okay. Ich bleib einfach mal Mini-Pilz. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Ich hab das nämlich auch noch... Ah, hier können wir weiter. Kommen wir hier durch? Ja, perfekt. Oh Gott. Nice, danke. Haben wir jetzt sogar den dritten. Oh. Das ist nun eindeutig der zweite Tod in diesem Let's Play. Danke dafür. Nice. Oh mein Gott, war das schlecht. Das war echt schlecht. Okay. Wir müssen hier zu... Dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Das lassen wir jetzt einfach mal unkommentiert, würde ich sagen, ne? So. Sehr gut. So. Was ist denn gerade los? Hilfe. Da ist doch der Grill. Scheiße. Oh mein Gott. Ja, genau. Ich renne da jetzt erstmal als Mini durch. Ja, als Mini kann man da durchrennen. Aber als Großer anscheinend nicht. So. Jetzt aber konzentrieren. Die letzte Folge lief gut. Da sind wir nur einmal gestorben. Aber jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht wieder irgendwie drauf gehen. So. Ich meine jetzt, das war's. Ja, das war's. Okay. Aber uns fehlt immer noch die zweite Münze. Wie gesagt, wir wollen alle Münzen haben. Also alle Münzen, die es in diesem Spiel gibt, wollen wir auf jeden Fall uns holen. Das bedeutet, wir müssen nochmal ins Level rein und nochmal die zweite Münze irgendwo suchen. Muss ja irgendwo sein, wo wir was übersprungen haben. Ist mir jetzt aber noch gar nicht so richtig aufgefallen, muss ich sagen. Ah, perfekt. Holen wir uns dann nochmal einen neuen. Was hat das denn mit Mini-Pilz auf sich? Mit Mini-Pilz hat es wahrscheinlich gar nichts auf sich, glaube ich. Och komm. Dann gib mir jetzt wenigstens... Ja, hier, danke. Da wahrscheinlich, ne? Zack, zack, so. Oh, das war dumm. Ah, perfekt. Hier kommen wir rein. Da ist die zweite Münze. Yes, let's go. Aber wo? Hier ist ein Schalter oder so? Da ist ein Schalter, nice. So, jetzt haben wir die zweite Münze. Sehr gut. Und jetzt können wir wieder weiter. So, jetzt haben wir alle drei. So muss das sein. Und zack. Nice. So. Das Ding ist nur, seht ihr das? Da ist irgendwie so eine... Da ist doch ein Weg. Also da unten. Habt ihr das gesehen? Ich hab, weiß nicht, ob ich das jetzt nur gesehen habe, aber da ist noch so eine Kanone.
Aber wie kommt man denn zu dieser Kanone? Ich werde jetzt alles so genau untersuchen, ne? Ob hier irgendwo noch so ein Schalter oder so wäre. So. Aber es hat mit dem Mini-Ding doch nichts zu tun, oder? Mit dem Mini-Pilz. Hoffe ich mal nicht. Also hier geht's nicht lang. So. Hier. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Und hier waren wir ja gerade schon, ne? Also. Irgendwie hier was. Irgendwie. Na, hier scheint doch auch nichts zu sein. Okay. Also, falls ihr das irgendwie wisst, sagt es mir gerne. Schreibt es mir in die Kommentare. Ne, hier ist nichts. Ne, hier ist nichts. Das war's. Okay. Dann brauche ich mal eure Hilfe, dass wir das irgendwie schaffen. Wieder 299, Schnapszahl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehr gut, weil wir 99 am Ende hatten. Ja, gut. Kriegen wir vorne wieder so ein nices... Oh, diesmal ein großes Haus. Gehen wir mal da auf jeden Fall auch nochmal reingucken. Mal schauen, was wir da drin jetzt finden. Nice. Kriegen wir einen Riesenpilz. So muss das sein. Alles klar. Haben wir diesmal jetzt einen Riesenpilz anstatt den Mini-Pilz. Mal schauen, wofür wir den benutzen. Vielleicht im Bossfight oder so. Naja, machen wir jetzt erstmal weiter. Der nächste. Das nächste Level. Da müssen wir hoch. Nice. So, hier speeden auf jeden Fall noch einmal durch. Bis jetzt läuft es echt gut hier, also. Das Level ist jetzt schon fast zur Hälfte rum. Null. Ah, wir müssen da hoch, ne? Haben wir geschafft, nice. Zweite. Nice, oh mein Gott, direkt first try, so muss das sein. Okay, was ist jetzt hier? Ah, wir müssen da drauf wahrscheinlich. Ah. Ist hier die dritte Krone? Da. Oh, Glück gehabt. Nice. Okay. Und jetzt fallen wir ja mal wieder runter. Ja, nice. Das war die dritte. Haben wir sogar direkt geschafft. Oh mein Gott, war das close. Also, wie gesagt, wenn euch irgendwas gefällt oder so, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde ich mich sehr drüber freuen. So, ich gehe jetzt mal nicht auf die roten Münzen. Die lenken einen meistens immer nur ab. Nice. Boah, wenn da unten nichts ist oder... nice, das ist cool. Das war cool. Da muss ich irgendwie nochmal rein. Na. Machen wir es so. Eins. Okay, habe ich kurz verloren. Aber es war's, nice. Nächstes Level abgeschlossen. Nächstes Level abgeschlossen, wieder mit 3 Kronen. So kann das Let's Play weitergehen. Muss ich einfach gerade mal sagen. So kann es weitergehen. Das ist schon die letzte. Aber bevor wir das machen, kaufen wir uns noch das hier für 5. Denn wir wollen ja überall 5 haben. So, saven wir auf jeden Fall. Wir wollen ja überall 3 Kronen haben. Das heißt, wir müssen auch die ganzen 1AB-Level und so weiter eigentlich machen. So, und das sieht nach einem Unterwasser-Level aus. Ja, okay. Oh, ich hasse die dritte Welt, sage ich euch jetzt schon. Also die Unterwasser-Welt ist gar nichts für mich. Oh, nice. Direkt verkackt. Was für...
Sorry, dass ich gerade so ruhig bin, aber ich bin gerade komplett am Konzentrieren. Denn das ist schon hart. So, schnell hier hoch. Nice. Das ist zum Glück die erste. Okay, und hier können wir hoch. Nice. Oh, über Wasserlevel ist dann immer gut. Zack. Zack. So, das ist dann somit die zweite Münze. Sehr gut. Zwei haben wir dann schon mal von drei. Oh, das ist auch cool. Oh, ein Stern. Nice. Damit können wir durchspeeden. Komm, Hai. Komm her. Zack. Nice. Das wollte ich schon immer mal machen. Aber ist der Stern schon wieder weg. Schade. Na, hier müssen wir aufpassen. Hier gehen wir hoch und wieder runter. Okay. Sehr gut. Hier gehen wir auch wieder hoch. Und wieder runter. Ah, Mist. Oh, wir dürfen jetzt nicht sterben. Wir sind so kurz vom Ziel. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Na, noch ein Hai. Wann sind die Haie denn vorbei? Oh, schnell hoch, bevor da noch ein Hai oder so kommt. Ich bin klein. Wir haben es, glaube ich, geschafft. Oder? Haben wir es geschafft? Nicht, dass hier noch irgendwas wartet. Okay, perfekt. Yes, let's go. Das war bis jetzt Abstand das schwerste Level. Das war jetzt wirklich mit Abstand zurzeit das schwerste Level. Das wir nun jetzt auch endlich freigeschaltet haben. Und nun wird es Zeit für das Schloss. Und somit nach zwei Folgen Abschluss des der ersten Welt. Viel Spaß. Das sieht schon mal sehr gut aus. So, wir brauchen unbedingt einen Pilz. Danke. Ah, das war dumm. Das war mein Fehler. Da bin ich leider zu früh abgesprungen. Aber wir haben jetzt zum Glück genug Leben. Und ich glaube, ich werde einfach wirklich im Bossfight den Riesenpilz benutzen. Weil ich einfach Bock drauf habe. So, sehr gut. So. So, jetzt haben wir den Pilz. So. Schon wieder? Was war das? Was war das? Ich bleibe immer hängen. Also, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber immer, jedes Mal bleibe ich da hängen. Da muss ich das nächste Mal einfach ein bisschen langsamer machen. Aber das gibt's doch nicht. Ich bleib da immer kurz stehen, anstatt weiterzuspringen. Kann nicht sein, dass ich jetzt direkt beim ersten Level direkt so nicht das schaffe. Also beim ersten Level des Schlosses. So. So, jetzt haben wir es geschafft. Ah, die Musik auch schon wieder dazu, Leute. Das ist cool. Das ist echt Nostalgie. Oh nein. Oh gut. Perfekt. Ah. Das muss ich auch nochmal wieder ein bisschen üben. Man muss dann immer in die entgegengesetzte Richtung springen. Ah, komm. Ich muss da irgendwie schnell hochkommen. Ja, so geht's. Perfekt, danke. So, die erste Krone, sehr gut. So. Aber auch das am Start. So. Oh, da geht das weg. Nice. Das war die zweite. Oh. Nice. Das ist trotzdem sehr, sehr, sehr spannend. Auch wenn es erst das erste Schloss ist, also aus der ersten Welt. Und ich finde hier schon nicht die dritte Münze. Das ist natürlich stark.
Der lange Gang, man kennt ihn. Let's go. Wahrscheinlich gegen Bowser. So muss das sein. Sehr gut. Nice. Habe ich ihn sogar schon direkt down. Da macht er gar nichts. Zack. Welt 1 abgeschlossen. Jetzt nimmt er sie auch noch mit in die nächste Welt. Und wir natürlich hinterher. Save wir auf jeden Fall. Und jetzt sind wir schon in Welt Nummer 2. Wir gehen natürlich nochmal zu Welt 1 zurück. Denn wir müssen natürlich noch die letzte Krone finden. Wenn ihr mir unbedingt mal sagen könnt, wo diese Kanone herkommt, wie man die bekommt, sagt mir bitte unbedingt Bescheid in den Kommentaren. Und wir müssen uns jetzt nochmal das Schloss ganz genau angucken, damit wir dort auch die letzte Krone bekommen. So. Das ging ja noch. Jetzt hier aufpassen. Hier bleibt man nämlich gerne hängen. Ja. Da ist irgendwie ein Stolperstein oder so. So. Da rennen wir jetzt schnell durch. Ah, nee, hier noch nicht. Okay. Ah, wir sind zu schnell. Nice. Haben wir durch. Nice, nice. So. Ah, gut. So. Ja, das ist jetzt gerade ein kleiner Speedrun, ne? Aber wir sind schon wieder zu weit, oder nicht? Ja, wir sind schon zu weit. Wo könnte denn hier noch irgendwas sein? Irgendwie hier oben? Nee. Oh! Was ist das denn? Wie kommt man da nochmal so weit? Ah, jetzt habe ich es gerade fast geschafft. Hallo. Jetzt. Okay. Da ist die dritte Münze. Let's go. Nice. Haben wir es sogar selbst noch geschafft zu finden. So, jetzt haben wir alle drei. Sogar auch noch hinbekommen. Sehr, sehr schön. Und das alles in 20 Minuten. Einfach mal in 40 Minuten jetzt insgesamt haben wir die erste Welt komplett eigentlich durchgespielt. So muss das sein. So, jetzt nochmal der nächste Bossfight gegen Bowser. Nochmal das Rematch. Ja, das war's. Hau rein. Flieg einfach mal in die Lava kurz. So muss das sein. Zack. So, haben wir nun geschafft. Das bedeutet, wir können am besten jetzt hier irgendwie completed. Ja, sehr gut. Haben wir auf jeden Fall completed. So, gehen wir auf jeden Fall in die zweite Welt. Und ich würde sagen, das war's dann mit dieser Folge New Super Mario Bros. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, haut auf jeden Fall rein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ciao, ciao.